Hallo und herzlich willkommen zum glutenfreien Kinderbackofen. Heute sind wir Nono und Milan und wir backen heute eine Bierkruste. Und zwar brauchen wir dafür eine helle glutenfreie Mehlmischung, Hefe ein Päckchen und ich nehme Honig zum Süßen, Flohsamenschalen, Xanthan, Brotgewürze und Salz und natürlich unser Bier. Jetzt fangen wir mal an. Milan, du darfst mal das Bier aufmachen. Und upsala, ein bisschen davon in unsere Schüssel füllen. Und mehr. Reicht das? Ja, das reicht. Das brauchen wir später noch komplett, aber jetzt erstmal zum Auflösen der Hefe nehmen wir nur ein bisschen. Jetzt kannst du das Päckchen Hefe da reinkippen. Das hier? Ja. Und noch einen Schuss Honig rein. So. Weiter. Genau, so ist gut. Und mit dem Schneebesen ein bisschen umrühren. Ah, das blubbert schon schön. Mhm, genau. Vorsichtig umrühren, dass sich die Hefe auflöst. Macht Spaß. Im Bier Honig Hefebrei rum zu rühren. Ein bisschen schneller rühren, dass sich auch alles auflöst. So? Ja. Und die schön verquirlen. Okay, gut. Dann mal her. Genau, das ist gut. Das stellen wir zur Seite. Die Hefe darf jetzt einfach schon mal 5 bis 10 Minuten Ruhe haben. Dafür decken wir sie auch ab. Gesundheit. Danke. So. Gesundheit. Danke. Ich stelle die mal zur Seite, damit wir sie nicht umwerfen. Jetzt brauchen wir nämlich unser Mehl. Dafür nehmen wir uns die Waage. Und das ist ein bisschen staubig. Ja, Leo. Nur einen. So, dann drück mal hier auf das Zister, genau. Gut, jetzt haben wir 0 Gramm und ich möchte 400 Gramm. So, ganz nah ran. Und da kannst du jetzt sehr viel reintun. Oh, meine Batterie blinkt. Das heißt, ich wechsle an der Kamera mal schnell den Akku aus und der Milan wiegt das Mehl ab. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt unsere 400 Gramm Mehl abgewogen. Jetzt kommt da bitte noch 1,5 Esslöffel Flohsamenschalenpulver rein. Nee, einfach so rum. Nicht so viel, nee. Nicht gehäuft. So, jetzt noch mal ein kleines bisschen. So. Ja, das ist zu viel. Weniger. Ja, so. Gut. Machen wir hier wieder die Kiste zu. Richtig. Dann brauchen wir, Achtung, der staubt ganz doll, das ist das Xanthan. Davon brauchen wir einen Teelöffel. Ja, das ist gut. Rüber. Sehr schön. Wieder zu. Wieder zumachen. Dann brauchen wir unsere Brotgewürze. Hier habe ich jetzt Salz, Koriander und Kümmel. Rein damit. Und dann kannst du alles mal ein bisschen durchmischen. Mit einem großen Esslöffel. Genau, Schale festhalten. Ich probiere heute eine neue Mehlmischung aus. Dann müssen wir mal schauen, wie sie vom Verhältnis ist. Aber in die Infobox schreibe ich euch dann die genauen Angaben. Ich habe jetzt hier 400 Gramm Mehl und 330 Milliliter Bier. Sollte ich noch mehr Flüssigkeit benötigen, gebe ich einfach noch einen Schluck Wasser dazu. Gut, dann vorsichtig in unsere Rührschüssel. Dann vorsichtig, schüttest die Hälfte daneben. Geh mal weg. Ja, geh mal weg. Muss man langsam machen, das staubt doch immer so hoch. Gut, die können wir wieder auf die Waage stellen. Sehr schön, hier haben wir alles drin. Dann können wir den schon mal rein. Jetzt schauen wir mal, was unsere Bierhefe macht. Nummer 1.
Nee, noch nicht, Milan. Wir haben ja noch nichts drin. So. Schauen wir mal die Blubbertschonne. Soll ich das mal? Die ist gut. So mache ich das nämlich immer gerne. Ich setze zuerst die Hefe an und dann wiege ich alles ab. Und bis dahin hat sich die Hefe so ein bisschen aktiviert. Es könnte jetzt ein bisschen mehr sein. Aber ist egal. Jetzt tun wir so vorsichtig rein. Warte, dann mache ich nochmal auf. Gut, dann können wir jetzt noch schon mal ganz langsam kneten und das restliche Bier noch reingeben. Magst du den Gang machen? Nur auf eins bitte. Ja. Und jetzt. So, ich muss jetzt gar nichts mehr zufügen. Ich habe den jetzt ungefähr 3-4 Minuten kneten lassen. Er löst sich richtig gut von der Wand ab. Ist eine schöne Kugel. Die gebe ich jetzt hier auf meine Arbeitsfläche. Die ist ganz leicht bemehlt. Einmal die Hände noch. Oh, natürlich die Ringe ausziehen. So. Dann rolle ich den jetzt nur ganz leicht. Also erst innen ist er wirklich ein bisschen klebrig, was aber auch heißt, dass er schön flüssig oder feucht noch ist. Ich habe mein Leerkörbchen gestoßen. So. So, jetzt gebe ich ihm nur so ganz leicht die Form von dem Körbchen. Lege ihn rein. Das wird jetzt abgedeckt und dann kommt er bei dem vorgeheizten Backofen, in den Muckelofen, wie ich immer sage. Kennt ihr ja jetzt schon. Kurz auf 50 Grad vorheizen. Tür wieder kurz öffnen. Dass es einfach eine schöne muckelige Wärme hat. Da darf jetzt der Kuchen, sage ich schon, der Brotteig gehen. Heute lasse ich ihn bestimmt für 3-4 Stunden gehen. Ich habe viel Hausarbeit zu tun, es sind Sommerferien, man hört die Kinder im Hintergrund. Schlechtes Wetter, wir machen keinen Ausflug, wir bleiben die Ferien eh komplett zu Hause. Deswegen nutze ich heute den Tag, um mal wieder die Wäsche zu bügeln und die Bäder zu putzen. Bis später. So, das Brot durfte jetzt 2,5 Stunden gehen. Sieht jetzt so aus. Jetzt kommt es auf die bemehlte Backmatte oder bemehltes Papier, Backpapier. Ein bisschen das Mehl noch rausklopfen. Jetzt falten wir das Brot mit dem Backpapier einfach. Entweder kann man es jetzt würfeln, wie ich es auch schon in anderen Videos gezeigt habe. Heute falten wir mal. Das heißt, jetzt immer 90 Grad Winkel. Jetzt wird es hier wieder richtig ordentlich runterdrücken, damit wir jetzt die Luft rausdrücken. Ich glaube, das überschüssige Mehl machen wir mal ein bisschen weg, sonst wird uns das Brot zu trocken. Mal rein und das Mehl kommt weg. Weiter geht's, also es klebt kein bisschen. Ich mal wieder rüber. Kräftig platt drücken, Papier wegziehen. So, und so rum. Somit drücken wir die Luft raus und erzeugen aber eine schöne Spannung im Brot. So, wenn wir das oft genug gemacht haben, forme ich das so ein bisschen rund. Auch noch mit den Händen. Und jetzt immer so von oben ein bisschen nach unten rollen. Man sieht auch schon, er reißt jetzt hier. Das heißt, wir erzeugen wirklich schöne Spannung im Brot. So.
jetzt wie das Rundwirken, nur andersrum. Früher habe ich es immer eingefaltet und hatte die Spannung auf der Unterseite. Jetzt streiche ich es von oben nach unten hin immer glatt. So, jetzt etwas länglich formen, weil es in den Drähter rüberkommt. So, kleines Brot. So, jetzt legen wir es hier in den bemehlten Drähter rein. So, bisschen winzig. Jetzt wird es auf der Oberfläche nochmal bemehlt, damit es schön aussieht. Bisschen eingeritzt. Dann darf es in dem Drähter jetzt auch nochmal eine Stunde gehen. Das sieht man jetzt richtig schön, wie das schon jetzt gleich schon so ein bisschen aufgeht, weil wir da jetzt einfach eine schöne Spannung reingefaltet haben. Ich ritze das jetzt auch nur so, wahrscheinlich nicht mal einen halben Zentimeter oben ein. So. So darf das Brot jetzt noch mal eine Stunde ungefähr ruhen. So, das Brot durfte jetzt noch mal eine Stunde ruhen. Jetzt heize ich den Ofen vor. So sieht es jetzt aus. Man sieht, ein bisschen ist es noch aufgegangen. Und jetzt backen wir es. So, der Ofen hat gepiept. Wir schauen mal nach. Oh, riecht herrlich. Ein richtig schönes, kleines Brot. Im Riesenbreiter. Mmh, sieht das nicht herrlich aus? Mila. Ja. Hast du die genommen? Jetzt darf es auskühlen. Sieht wunderbar aus und ist richtig schön knusprig. Damit uns jetzt dieser Knusper nicht verloren geht, dadurch, dass die Kruste jetzt wieder die Luftfeuchtigkeit zieht, packen wir es jetzt direkt warm in ein sauberes Geschirrtuch ein. Lassen es jetzt so auskühlen. So, das Brot ist ausgekühlt. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet. Das knuspert noch richtig schön. So, so sieht unser kleines Laib aus. Jetzt schauen wir mal rein. Unscharf plötzlich. So. Das nicht herrlich aussieht. Ganz weich. Duftet lecker. Hier, Milan, darfst du auch mit dir? Ja! Also schmeckt echt richtig lecker.